Aachen. Hier habe ich ungefähr 3 Monate gelebt und die Stadt mehrmals besucht. Ein französischer Freund hat mir gesagt, Aachen sieht sehr französisch aus. Der berühmte Karl der Große hat die Stadt entwickelt und er ist hier verstorben. Aachen ist historisch für ihre Thermalquellen bekannt. Man kann heutzutage natürlich die Carolus-Therme besuchen und es damit Karl dem Großen gleich tun. Ich bin mir sicher, für ein paar Leute klingt die Kosmetikmarke Barbour irgendwie vertraut. Ja, die Marke mit den Ampullen. Für diejenigen, die Schönheit bewusst sind, sollte Barbour berühmter als Aachener Printen sein. Printen ist eine Art Gewürzkuchen oder man kann auch sagen, es ist Lebkuchen, den man ganzjährig kriegen kann. Die Stadt ist auch für Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, kurz RWTH Aachen, sehr bekannt. Ich gehe in die Buchhandlung am Elisenbrunnen, um mir ein paar Bücher anzuschauen und was zu kaufen. Nele Neuhaus, Sie sind früher bekannt geworden durch das Buch Schneewittchen muss sterben. Ich habe auch Lehrmittel für Koreanisch gefunden. In der Kunstabteilung findet man Beethoven-Puppen und Stofftaschen und Einsteinkissen in der Wissenschaftsabteilung. Ich habe mir ein paar schöne Bücher über Design und Autos angeschaut. Aber ich habe tatsächlich gar keine Ahnung von Autos. Da sind Rätselbücher schon besser. Die hier sehen wie eine Böse aus, quasi so ein Pocketbook voller Blumen. Wie süß. Aber der Inhalt kam mir zu Oma-mäßig vor. Ich habe immer gedacht, dass in Deutschland gewisse Niedlichkeit fehlt. Wahrscheinlich ist die Bullet Journal Abteilung eine Ausnahme. Die sind nicht ganz mein Geschmack, aber niedlich. Für mich sind sie irgendwie typisch mädchenhaft. Alles pink und mit sogenannten emotionalen Slogans bzw. Phrasen. Als ob es keine Jünger gäbe, der ein Bullet Journal gerne schreiben würde. Oder die Leute, die einfach nur ein entsprechendes Design haben möchten. Diese Buchhandlung ist eine sehr große Kette in Westdeutschland, oder sogar die größte. Es ist ähnlich wie Gyeongbokgung oder anderen in Korea. Deswegen findet man hier auch viele Sachen neben Büchern. Ich bummle sehr gerne in Buchhandlungen, vielleicht sogar lieber als in Kaufhäusern. Bücher anzuschauen ist ein Ding und die dann zu kaufen ist wieder was anderes. Ich kaufe ein Buch, wenn ich mir mega sicher bin, dass ich das Buch unbedingt langfristig besitzen und mehrmals lesen möchte. Da soll keine Ausrede dafür sein, dass ich keine Bücher auf Deutsch kaufe. Es war zwar wegen der Maskenpflicht nicht die angenehmste Zeit, aber dennoch die schöne Zeit, in einer Buchhandlung zu sein. Da es so lange her ist, dass ich das letzte Mal in einem Buchladen war.